Kratos besiegte Ares. Und so wurde der einst sterbliche Krieger der neue Kriegsgott. Doch viele der anderen Götter auf dem Olymp mieden Kratos. Für sie war es Blasphemie, dass ein Sterblicher zum Gott aufgestiegen war. Kratos aber lag nichts an der Gunst der Götter. Seine neue Familie waren die Krieger Spartas. Und die blutigen Schlachten lenkten ihn von der Vergangenheit ab. Kratos, mein Herr! Eine weitere Stadt wird fallen! Bald werden alle vom Ruhm Spartas hören! Genug, Kratos. Mit jeder zerstörten Stadt wird der Zorn des Olymps wachsen. Bald wird es mir nicht mehr möglich sein, dich zu schützen. Ich brauche dich nicht! Vergiss nicht, dass ich aus dir einen Gott gemacht habe, Geist von Sparta. Wende dich nicht von mir ab. Ich brauche dich nicht. So lässt du mir keine Wahl. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten. Und so zog Kratos nach Rhodos, um der belagerten Stadt den Todesstoß zu versetzen. Athene! Du wendest dich gegen mich? Und damit willkommen bei God of War 2. Und hier geht es natürlich im Anschluss weiter an Ghost of Sparta. Führt die Geschichte natürlich weiter. Alter, ist das laut. Moment. Das Lustige ist, wir haben alle unsere Fähigkeiten noch, ne? Ja. Wir haben sie alle noch. Im Moment. Denn wir sind der Gott des Krieges. Ach, der Kampf ist nicht euer, der Kampf ist vorbei. Das sieht's aus. Achso, momentan haben wir nur das. Okay. So, was ist das hier? Oder kommen da noch? Ach, da kommt. Guck mal, da ist noch einer. So, das war's. So, mal ganz kurz den Sound leiser machen. Ein grandioses Spiel mit einer super coolen Geschichte, finde ich. Einige Götter, die wir hier sehen werden, wir haben Athene gerade ganz am Anfang gesehen, die Kratos ja, klein gemacht hat im Grunde. Schnell Kreis drücken, um die Hebetore zu öffnen, alles klar. Und Athene ist nicht die einzige, die wir hier sehen werden. Ja, ja, brauchst gar nichts versuchen. Ich meine, was wollen die eigentlich? Weil noch sind wir ein Gott, ne? Noch ist Kratos ein Gott. Also nicht unbedingt so große Gefahr, die droht von denen hier. Das sind ja nur Menschen. Ja, dann schneid mich mal, kein Problem. Hier, weg mit dir. Was ist mit euch? Oh, achso, das macht er schon. Ich kann ihn auch gar nicht töten. Okay. Muss ich auch gar nicht. Um Truhen zu öffnen, gut, das wissen wir natürlich bereits alles. Werden wir auch mal eben tun, denn wir haben ein bisschen was an Leben verloren. Grüne Orbs füllen ihre Gesundheit auf. Jo.
Können wir ein bisschen was kaputt machen, kriegen wir noch ein paar rote Orbs. Mit X springen sie hoch und zum Rutschen nach unten, Dingsbums drücken, abspringen nach hinten und X drücken. Sie haben eine Tutorial-Nachricht erhalten, diese erklären Kratos Fähigkeiten, das finde ich mal nett. Sie können im Optionenmenü deaktiviert werden, Zugriff darauf erhalten Sie mit der Select-Taste. Alles klar, eins wollte ich gucken. Ach genau, momentan ist natürlich alles, was wir haben momentan nur das und das, alles auf Maximum. Deswegen brauchen wir da gar nichts ändern. Okay. Der Koloss von Rhodos. Ausweichen. Jo, das haben wir schon gesehen. Mit dem rechten Stick können wir das nämlich tun. Aber er trifft mich trotzdem, die alte Kacksau. Achso. Was macht er jetzt? Ach, er schmeißt mir noch mehr Gegner. Nee. Achso. Einzelgegner schmeißt er mir noch ein paar hin. Okay. Ja, dann ist das für euch auch kein Thema. So, weg. Alter, er trifft mich jedes verdammte Mal, ey. So. Blaue Orbs. Blaue Orbs füllen ihre Magie auf. Haben wir gerade blaue Orbs bekommen? Müssen wir ja theoretisch. So. Ich kann mich jetzt gerade mit euch nicht weiter beschäftigen, aber macht euch da nichts draus. So, bitteschön. Ach, hier waren blaue Orbs, okay. Ach komm, geh weg. Keine Zeit für so einen Quatsch. So. Und wir setzen uns selber drauf. Okay. Ich drücke ganz schnell. Da waren zwar noch ein paar Gegner, aber jetzt ist er erstmal dran. Quicktime-Events, wie man sie natürlich kennt aus God of War. Ich finde allein den Kampf schon ziemlich nice. Gegen den Koloss von Rhodos. So, Äuglein weg. Oh, und wir auch. Au. So, was nun? Schwimmen. Mit dem linken Stick können Sie umherschwimmen. Viereck tauchen, X oder Dreieck auftauchen. Können wir nämlich mal kurz gucken. Ich glaube, hier gibt es sogar schon was, oder? Ich weiß gar nicht, ob das hier schon gab oder ob das später erst kommt. Guck mal, hier ist noch so ein kleines Zweitbad. Dahinter ist das, ne? Ich glaube, da kommen wir aber noch nicht hin. Da sind ein paar hübsche Damen. Ah, doch. Geht schon. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Wir wollen rote Orbs. Ah, hier. Der pisst ins Wasser, ist ja lecker. Es ist zwar gerade ein bisschen schwierig da draußen, aber trotzdem. Der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Nicht verkacken. Dann wird das schon. Jetzt fängt hier das schon wieder an, weißt du, mit dem Drehen, ey. Aber bisher geht's ja. Oh, andere Richtung. Okay, ja. Ich glaube, bisher ist alles gut. Das war's. Danke, Ladies. War sehr spaßig. So, den Dash gibt's natürlich auch wieder. Selbstverständlich. Oh, ich glaube, jetzt kommt ein Boss, kann das sein? Oder? Na, schauen wir mal. Bei der Koloss war ja auch schon eine Art Boss. Aber da kommen noch andere Bossesse. Bossesse. Und natürlich erstmal wieder speichern. Ist ja auch altbekannt. Und dann wollen wir als nächstes mal. Moment, ist da. Oh, ich wollte gar nicht runterfallen. Ich dachte, da wäre eine Kiste gewesen. Aber das ist das Feuer. Und dann wollen wir mal dieses Hebelchen ziehen. Und gucken, was passiert. Okay. Aha.
R1 halten, um an Hakenpunkt zu schwingen. Hakenpunkte in Reichweite leuchten. R1 halten, um weiter zu schwingen. X drücken, um im Schwingen loszulassen und dann natürlich doppelt, um einen Doppelsprung zu machen. Ja, ist klar. Das kennen wir aus Ghost of Sparta, beziehungsweise Ghost of Sparta hat es von hier, weil das Spiel kam ja vorher raus. Die Tastenbelegungen, die ändern die auch immer. Also die ersten beiden haben auch schon andere Tastenbelegungen. Also immer anders. So, hier. Hui! Achso, der ist noch am Start. Na gut, hier. Gehe ich mal ab, ne? Achso, er ist tot. Na gut. So, alles putt machen, was man putt machen kann, weil gibt's natürlich wieder tolle Dinge und Sachen und überhaupt. Oh, geh mal weg mit deinen komischen Tretern, ey. Der Kratos ist zwar klein, aber er hat ja immer noch die Stärke eines Gottes. Das darf man ja wohl nicht vergessen. Oh, ich freue mich schon auf die Kämpfe, die es hier gibt, ey, ohne Scheiß, ne? Oh, hier ist eine rote Kiste. Die Kämpfe, die werden richtig gut. Momentchen, Momentchen, Momentchen mal. Mit linkem Stick bewegen sie sich über Wände. Links, rechts oder hoch, um dann was zu machen. Und springen können wir natürlich auch wieder. Ja, okay, wie komme ich jetzt da hin? Da ist eine rote Kiste, die will ich natürlich haben. So machen wir das, okay. Holen wir uns die noch eben. Und dann jumpen wir hier einfach nach oben. Ist überhaupt kein Problem. Da sehen wir schon so einen Punkt, wo wir uns gleich ranhängen können. Hier ist doof. Hier hoch. Ich meine, so ein kleiner Koloss ist ja für uns jetzt nichts. Pass mal auf damit. Sackgesicht. Ja, komm ich hier runtergesprungen. Hä? Was jetzt? Ach so, haust du hier einfach auf den Boden, ja? Alles klar, mach das. Magie investiert, ja, stimmt. Magie kann ich natürlich auch. Kann ich natürlich auch machen. Um ihm ein bisschen Schaden zuzufügen. Ist ja kein Problem. Jetzt geht's mir aber zu sehr mit ihm ab. Au. So, hier wieder. Ja, ich bin ja Kriegsgott, hast du... Aua. Das sagt der Kratos zumindest die ganze Zeit, dass er der Kriegsgott ist. Au! Huiuiuiuiuiui. Ne, ich bin hier, hallo. Aha, au. Oh Gott, ich werde, glaube ich, jetzt erstmal verkacken. Weil, blöd. Oh, er geht weg. Oh, er ist da, ja toll. Jetzt muss ich erstmal darüber. Ja. Lass mich mal kurz darüber latschen. Bitte. Danke. Schnell. So. Ne. Mich kriegst du nicht, mein Freund. Mich kriegst du nicht. Oh, jetzt hätte ich mich fast verdrückt. Aber eben auch nur fast. Eine kleine Schönheits-OP. Dann geht's immer gleich wieder besser. Okay. Ach, blocken muss ich das, glaube, oder? Nee, blocken bringt nichts. Ach, komm. Einfach ein bisschen Magie einsetzen, dann wird das schon. Dann wird das schon. Okay, da müsste ich theoretisch, glaube ich, blocken. Aber das weiß ich nicht. So genau. So, hier nochmal den. Jetzt habe ich leider auch keine Magie mehr übrig. Wir gucken mal, ob wir das blocken müssten. Ne. Okay, keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll. Oh Gott, achso. Ich dachte schon, er haut jetzt gleich. Au! Zu dumm?
Ja, es ist immer blöd. Ich muss immer ausweichen. Jetzt habe ich leider keine Magic mehr übrig. Ich bin noch ausgewichen hier, was soll denn das? Ja, nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Aha, au. Schon ein bisschen unnett. Ja, hier immer ein bisschen grüne Heil-Ops. Natürlich ist er jetzt auf der anderen Seite. Ist ja klar, es wäre sonst auch langweilig. Ist sonst viel zu einfach. So, zack. Zack. Und jetzt kommt das und wahrscheinlich gleich nochmal. So, mein Freund. X markiert die Stelle, weißt du Bescheid. Drücken Sie wiederholt wechselseitig L1 und R1, um dem Koloss zu entkommen. Okay, na, komm schon. Du mit deiner Kaugummi-Power da. So sieht's nämlich aus. Huch. Die Tür können wir natürlich öffnen. Machen wir dann auch gleich. Aber erstmal holen wir uns ein bisschen Magie. Ne, Magie ist wieder voll. Dann holen wir uns jetzt nicht ein bisschen Magie, alles klar. Dann lassen wir es erstmal. Ich glaube, wir müssen gleich ins, naja, Schwimmbad, sage ich mal, kommen. Okay, die kann man auch nicht kaputt machen, alles klar. Hier können wir wieder speichern. So. Ich mache erstmal die Gegner kaputt. Erstmal die Gegner kaputt hauen. So, hier. Hui! Achso, das war's doch schon mit euch. Okay, na dann. Speichern wir erstmal. Und dann geht es mal weiter. So, da hinten möchte ich auf jeden Fall auch noch hin später. Aber das machen wir später, wie gesagt, weil die werde ich noch nicht. Also da komme ich ja noch nicht durch. So, ihr kleinen Lutscher. Das war's für euch. Tschüss. Mein Selbstschuld, wenn sie sich dem Kriegsgott entgegenstellen, naja. Da muss man natürlich sagen, schön blöd. R1 halten und den linken Stick in gewünschte Bewegungsrichtung für Objekt drücken. R1 und X halten, um zu laden. Loslassen, wenn bereit zum Tritt. So, das Ding, würde ich sagen, kommt erst einmal hier. Ruf. Dann haben wir nämlich... Warte mal, Moment. Moment. Wir gehen erstmal kurz hier durch. Das bringt mir jetzt so natürlich erstmal noch gar nichts. Mehr oder weniger, also doch schon. Ich komme hier weiter, aber es bringt mir zum Beispiel noch nichts, um da hinten hinzukommen. Deswegen machen wir den. Machen wir den. Hm, warte mal, das Problem ist, komme ich da jetzt überhaupt hin? Nee, ne? Oh, shit. Oh, fuck. Der müsste direkt da draufstehen, theoretisch. Hi. Ich hab ein... Fuck, ich hab ein Problem. Ja, oder nicht. Ist ja easy. So, dann können wir erstmal hier durch. Leben, ja, könnte man jetzt nehmen, aber... So, meine Freunde, hier gibt es eine kleine Zitterparty. Ah, oh, ich habe so gut wie gar keinen Schaden gegen die gemacht. Heilige Scheiße. So, du mit deinem Schild kannst mal eben weggehen. So, du kannst auch mal eben weg, würde ich sagen.